Liebe Geschwister, wir haben in der letzten Freitagspredigt über die Eigenschaften der Gläubigen gesprochen. Wir haben über ihre Liebe zur Gerechtigkeit gesprochen, ihre Liebe zur Wahrhaftigkeit und wie im Koran beschrieben wurde, selbst wenn das gegen sie selbst gerichtet ist, im Sinne von man legt Zeugnis gegen sich selbst ab, dass man ungerecht war, weil man wahrheitsliebend ist, weil man gerechtigkeitsliebend ist, wie Allah Ta'ala im Koran sagte, und selbst wenn es gegen euch selbst gehen sollte. Und heute möchte ich über mindestens eine weitere Eigenschaft der Gläubigen sprechen, liebe Geschwister. Vorgenommen habe ich mir zwei, aber da das Thema auch ein besonderes Thema heute ist, werdet ihr verstehen, warum ich lieber mit wenig anfange, um dann auch dies einhalten zu können, anstatt wieder über die Zeit hinauszuschreiten. Und diese Eigenschaft, die ich mindestens mit euch durchgehen möchte, liebe Geschwister, ist eine von zwei Eigenschaften, die einem in diesem Leben das Vertrauen der Mitmenschen absichern. Wenn du diese Eigenschaft hast, bist du bei deinen Mitmenschen als vertrauenswürdig angesehen. Und wenn du eine zusätzliche mehr hast, dann wollen unsere Mitmenschen, dass wir für sie arbeiten, dass wir Verantwortung für sie tragen. Dann sind sie zufrieden damit, uns als Kollegen zu haben und als Vorgesetzte zu haben und genießen dies. Und diese beiden Eigenschaften sind aus dem Koran entnommen, liebe Geschwister. Allah Ta'ala sagt in der 28. Sure, Al-Qasas, und ich bedanke mich auch bei dem Bruder, der mir letzte Woche mitgegeben hat, dass die Suren einen Charakter haben. Sie haben einen Namen. Es sind nicht nur Nummern und Zahlen, ja, sondern sie haben Namen, und mit diesen Namen geht auch ein gewisser Charakter einher. Die 28. Sure heißt Al-Qasas, und im 26. Vers werden die Worte festgehalten von einer der beiden Töchter von dem geehrten Mann aus Madian, zu dem Musa alaihi salam flüchten durfte. Und manche sagen, dies war der Prophet Shuaib gewesen. Und sie sagte, قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْ. Sie sagte, oh mein Vater, stelle ihn ein, nimm ihn in deinen Dienst. Und dann erwähnte sie zwei Eigenschaften. Inna khayra man istajarta al-qawiyyul amin. Denn der Beste, den du einstellen kannst, ist der Starke und Vertrauenswürdige. Der Vater fragte sie, woher weißt du, dass er stark und vertrauenswürdig ist? Und seine Tochter antwortete in Bezug auf die Stärke, ich habe ihn, Musa, alaihi salam, gesehen, wie er einen Stein bewegt hat, im Rahmen dessen, dass er die Viehherde der beiden Töchter tränkte, einen Stein bewegen sehen, der nur von mehreren Männern hätte bewegt werden können. Das war seine Stärke und seine Vertrauenswürdigkeit. Als sie dann Musa alaihi salam die Einladung zu ihrem Vater überbrachte, und sie kennt sich ja in ihrem Land aus, Musa alaihi salam war ein Fremder in diesem Land, dann wollte sie vorgehen, ganz natürlich, und er folgt ihr, denn sie weiß, wo es lang geht. Aber Musa a.s., er wollte das nicht. Er wollte das nicht, dass eine Frau vor ihm läuft. Ja, und dass gewisse Reize dann auf ihn möglicherweise einwirken könnten. Ja, ein Mann, der läuft so. Ja, eine Frau bewegt sich etwas seitlich zusätzlich. Das wirkt auf einen Mann ein. Das sind Reize. Oder dass er etwas von ihrem Duft mitnehmen sollte. Das wollte Musa a.s. nicht. Deswegen sagte er, lass mich vorgehen und weise mich auf die Richtung hin, in dem du Steine nach links oder rechts wirfst, dann weiß ich, wo ich mich, in welche Richtung ich mich zu bewegen habe. Und da hat die Frau gemerkt, oh, warum? Ah, okay, jetzt verstehe ich. Dies ist ein vertrauenswürdiger Mann. Ein vertrauenswürdiger Mann, der Ehrfurcht vor Gott hat, der den Bund der Ehe heiligt vor der Ehe. Ja, nicht nur in der Ehe, sondern auch vor der Ehe.
weil das gewisse Grenzen sind, die Allah Ta'ala gezogen hat. Der Starke und der Vertrauenswürdige. Amin sein, liebe Geschwister, ist etwas, was im Koran durchgängig von uns gefordert wird. Ich habe 6 Prophetenzitate gefunden. 6 Prophetenzitate im Koran gefunden, in denen Allah Ta'ala die Worte von ihnen wiedergibt. Inni lakum rasulun amin. Das heißt, die Geschichten der Propheten in Auseinandersetzung mit ihren Völkern. Sie sollten sie zu Gottes Botschaft einladen. Und 6-mal, liebe Geschwister, ist im Koran festgehalten, dass der jeweilige Prophet gesagt hat, wahrlich, ich bin zu euch ein vertrauenswürdiger Gesandter. Das sagte Salih, alaihi salam, der Prophet Hud, alaihi salam, der Prophet Shu'aib, alaihi salam, der Prophet Musa, alaihi salam, der Prophet Lut, alaihi salam, und der Prophet Nuh, alaihi salam. Diese Worte immer wieder wiederholt im Koran. Weil der Gesandte darauf aufbaut, auf seine Vertrauenswürdigkeit. Ansonsten, wenn er nicht vertrauenswürdig ist, dann warum sollte man ihm überhaupt nur zuhören, geschweige denn darüber nachdenken, was der Prophet zu sagen hat. Und nicht nur in der heutigen Zeit, liebe Geschwister, gibt es Täuscher und gibt es Schwindler. Das war bereits damals so, das ist etwas, was sich durch jede Epoche auf jedem Erdteil ereignet. Und es waren die Worte vom Scheitan, vom Teufel, die bereits dieses Muster auf dieser Erde etablierten. Denn er sagte zu Adam und Hawa, zu Adam und Eva, der Friede sei auf beiden, وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ. Und der Teufel erschwor ihnen beiden, wahrlich, ich bin für euch ein aufrichtiger Ratgeber. Ich bin für euch ein aufrichtiger Ratgeber. Das heißt, der Mensch, er lernt sehr schnell zu unterscheiden zwischen Worten und Realitäten. Und deswegen hat der Mensch auch ein gewisses Misstrauen. Es ist ihm praktisch in seine Urgeschichte hineingelegt worden. Glaub nicht jedem, der dir schöne Worte vorträgt. Das heißt, wir brauchen Taten. Wir können nicht nur reden. Gerade als Gläubige können wir nicht nur sagen, wir sind so, wir sind so, wir sind so, unsere Religion ist so und so. Die Menschen wollen sehen, fühlen. Das, was wir predigen. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er galt bereits vor seiner Berufung zum Propheten in seinem 40. Lebensjahr als As-Sadiq al-Amin, der Wahrhaftige, der Vertrauenswürdige. Dies ist ein Ruf, ja, den er sich hart erarbeitet hat. Und liebe Geschwister, einen Ruf, den er sich erarbeitet hat, nicht als Schafshirte, er hütete Schafe, nicht als lieber Nachbar, sondern diesen Ruf hat er sich erarbeitet in einem Feld, wo es sehr schwer ist, als As-Sadiq und als Amin gelten zu können, nämlich als Händler. Ja? Als Händler. Das ist schwieriger, liebe Geschwister, als Händler, als vertrauenswürdig und wahrhaftig zu gelten, ja, als Kampfsportler, als barmherziger Mensch bekannt zu sein. Ja? Weil es scheint sich zu widersprechen. Aber nein, gerade als Händler konnte er sich diesen Ruf erarbeiten, unter allen Menschen bekannt zu sein, als As-Sadiq al-Amin. Der Wahrhaftige, der Wahrheitsliebende und Al-Amin, derjenige, der vertrauenswürdig ist. Und der Koran, er fordert immer wieder von uns diese Vertrauenswürdigkeit. Allah sagt im Koran, Ya ayyuhalladhina amanu awfu bil'uqud. Das ist die Einleitung der 5. Sure Al-Ma'idah, der Tisch. Ja, warum? Weil in Surat Al-Ma'idah thematisiert wird, der gedeckte Tisch, den hat Gott
Allah Ta'ala herabkommen lassen auf Isa, auf Jesus, alayhi salam, und auf seine Jünger. Ja, deswegen, Jazak Mechairan an den Bruder, der durch seinen Ratschlag euch nun ermöglicht, dass ihr auch die Surennamen hört. Allah Ta'ala sagt, o ihr Gläubigen, haltet die Abmachungen ein. Ibn Kathir hat festgehalten, dass Ibn Abbas und Mujahid und andere gesagt haben, mit den Abmachungen, mit diesem Vers, sind die Versprechungen gemeint, die man sich gibt. Das heißt noch nicht, ist noch nicht mal so ein Staatsvertrag, ja, mit Unterschrift in Papierform, sondern das ist das, was man sich verspricht. Es sind schon so Alltagshandlungen wie, ich werde um 8 Uhr da sein, zu einem normalen, gewöhnlichen Termin. Und umso mehr, wenn man ja, im Rahmen einer, in der Schule beispielsweise, braucht man da eine Abmachung zwischen Lehrer und den Schülern, dass man pünktlich kommt? Das ist klar. Warum? Weil es sogar eine Abmachung ist, die einseitig von Vorteil ist. Einseitig. Natürlich, der Lehrer hat auch gewissermaßen etwas davon, wenn alle pünktlich zu Unterrichtsbeginn da sind. Der Unterrichtsablauf ist etwas einfacher. Aber der Lehrer, subhanallah, er arbeitet schon. Er hat schon seinen Job. Und er benotet einen, wir benoten ihn nicht. Das heißt, durch solch eine Eigenschaft wie Pünktlichkeit, liebe Geschwister, durch solch eine Eigenschaft wie Pünktlichkeit, ehrt man bereits solche Verträge. Auch wenn es eine Kleinigkeit ist, oder wir nehmen das als Kleinigkeit wahr, aber fragen wir uns, wie sind wir beim anderen angesehen? Nach dem Motto, oh, auf den braucht man erst gar nicht zu warten, der kommt sowieso zu spät, oder auf den kann man sich nicht verlassen, den muss man immer hinterherrennen. Da hat man so ein Unsicherheitsgefühl ihm gegenüber. Ja, wird er pünktlich kommen, wird er überhaupt kommen? Das heißt, solche Kleinigkeiten, in Anführungsstrichen, sie führen dazu zu einem bleibenden Eindruck bei den Menschen. Und wir versuchen sowieso im Kleinen unsere Prinzipien einzuhalten, auch wenn es um nichts Riesengroßes zu gehen scheint. Warum? Weil wer im Kleinen die Lektionen nicht praktizieren gelernt hat, der wird sie im Großen auch nicht anwenden können. Wer nicht schon gelernt hat, mit seinem kleinen Taschengeld vertrauenswürdig umzugehen, ja? Wie soll der jemals lernen, mit Tausenden von Euros haushalten zu können oder dieses Geld vertrauenswürdig und gut einzusetzen? Deswegen ist auch diese Zeit der Kindheit und Jugend sehr wichtig, gerade wir als Erziehungspersonen. Ja, wir sollten den Kindern und Jugendlichen die Möglichkeiten geben, auch im Kleinen diese Prinzipien zu lernen, im Alltag. Im Wissen, dass mal was schief gehen wird, mit 10 Euro, mit 20 Euro, mit 50 Euro, mit 100 Euro. Aber während sie 13, 14, 15 sind oder 6, 7, 8 und dann ihre Lektionen lernen und wenn sie dann Erwachsene geworden sind, fähig sind, mit großen Zahlen umzugehen, ohne missbräuchlich zu handeln oder ohne sich selbst bereichern zu wollen. Allah Ta'ala sagt in Surat An-Nahl, die Bienen, das ist die 16. Sure, der 91. Vers, وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ. Und haltet den Bund Allahs ein, nachdem ihr ihn geschlossen habt, und brecht nicht die Eide nach ihrer Bekräftigung, wo ihr doch Allah zu bürgen, zum Bürgen über das gemacht habt, zum Bürgen über euch gemacht habt. Gewiss, Allah weiß, was ihr tut. Imam al-Qurtubi kommentierte diesen Vers wie folgt. Er sagte, dies ist eine allgemeine Aussage. Hiermit sind alle mündlichen Verträge gemeint, die die Menschen untereinander schließen. Allah Ta'ala sagt im Koran, وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا. Und erfüllt die eingegangenen Verpflichtungen, gewiss nach der Erfüllung der Verpflichtung wird am Tage des Gerichts gefragt werden. Ibn Kathir, er kommentierte dies damit, dass am Tage des Gerichts
nach den Verpflichtungen gefragt wird. Das Offensichtliche vom Wortlaut des Verses. Als eine Ermahnung, haltet eure Verpflichtungen ein, denn danach wird tatsächlich am Tage des Gerichts gefragt werden, dass man das als Mensch auch vor sich hat, diese Situation. Allah wird mich fragen. Weil oftmals ist es so, wir haben nur diesen irdischen Rahmen, den wir sehen im Rahmen unserer Verpflichtungen. Dann sagen wir, ach, der hat mich auch mal hintergangen. Ach, der kommt selber zu spät. Ach, der hat mich beim letzten Mal auch weniger ausgezahlt. Ja, damit mache ich das jetzt irgendwie gut. Wir sehen nur dieses Irdische. Aber wir sehen nicht das dahinterstehende Gebot von Allah Ta'ala, wonach auch am Tag des Gerichts gefragt wird. Wir denken, ach, ich werde damit schon klarkommen. Ich mache das schon im Nachhinein irgendwie gut. Oder ja, soll er doch sehen, wo er bleibt. Jetzt weiß er, wie es sich anfühlt. Damals hat er so auch mit mir gehandelt. Aber subhanallah, Allah Ta'ala ergibt uns ein anderes Bild, wenn er uns diesen Vers mitgibt im Koran, dass der Tag des Gerichts der Tag ist, an dem diese Verpflichtung, die man eingegangen ist, nochmal thematisiert wird. Und man wird gefragt werden, welche Antwort haben wir vorbereitet? Leben wir gemäß dieser Antwort, die wir gerne geben würden? Oh Allah Ta'ala, ich habe immer darauf geachtet, meine Versprechungen einzuhalten. Immer darauf geachtet, als vertrauenswürdig bei den Menschen zu gelten. Können wir ja, mit dieser Gewissheit Allah Ta'ala begegnen? Wenn nicht, dann trifft der Vers genau seine Bedeutung, nämlich, dass wir gewarnt sein sollen und unserem Leben einen anderen Kurs geben mögen. Imam al-Qurtubi ergibt noch eine weitere Bedeutung mit von diesem Koran-Vers. Er sagt, dass derjenige, der seine Verpflichtungen nicht eingehalten hat, durch dieses Fragen danach am Tag des Gerichts eine Form der Strafe erhält, denn dadurch ist er bloßgestellt. Denn dadurch ist er bloßgestellt. Wie das zu Unrecht getötete Mädchen, was im Koran thematisiert wird. Ihr wisst, die Araber haben damals, bevor der Islam dies abgeschafft hat, in der Regel die Erstgeborenen, falls sie Mädchen waren, getötet. Ja? Und Allah Ta'ala thematisiert dies auch im Koran. Und wenn das lebendig begrabene Mädchen gefragt wird, wegen welchem Verbrechen wurdest du getötet? Das als Bloßstellung für diejenigen, die solche Einstellungen hatten, beziehungsweise auch danach gehandelt haben. Als Bloßstellung. Das heißt, wir wollen nicht an diesem Tag, liebe Geschwister, bloßgestellt werden, weil wir unsere Verpflichtungen nicht eingehalten haben. Sei sie in unseren Augen klein, aber kein Gebot, liebe Geschwister, von Allah Ta'ala kann als klein gewertet werden. Denn es geht nicht nur um das Gebot an sich, sondern von wem kommt es? Von wem kommt es? Wenn es von Allah Ta'ala kommt, liebe Geschwister, dem Ehrwürdigen, dem Erhabenen, dem Allmächtigen, dem Versorgenden, dem Schöpfer der Himmel und der Erde, wie können wir da ein Wort von ihm geringschätzen in unserem Alltag? Allah Ta'ala sagte in der 70. Sure, ich glaube, das ist Al-Ma'arij, kann mich aber auch irren, وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ. Und diejenigen, die auf die ihnen anvertrauten Güter und ihre Verpflichtungen Acht geben. Da werden Eigenschaften der Mu'minin, der Gläubigen, beschrieben. Und Ibn Kathir sagte, dass diese Eigenschaften der Gläubigen sind und umgekehrt, wenn man zu denjenigen gehört, die ihre Verpflichtungen nicht einhalten, die ihre Abmachungen nicht einhalten, dann sind dies Eigenschaften von den Heuchlern. Dies sind Eigenschaften der Heuchler und nicht Eigenschaften von Gott Nahestehenden. Und subhanallah, es gibt Situationen, an denen sich dann zeigt, ja, da kommt dann hoch, was man vielleicht im Kleinen trainieren konnte, wo man sich im Kleinen behaupten und beweisen konnte. Aber es wird Situationen geben, liebe Geschwister, da kommt es hart auf hart. Und da zeigt sich dann, was ist wirklich ein geliebtes Prinzip und was macht man vielleicht nur aus Bequemlichkeit oder ja, weil es einen nicht viel kostet. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat ja damals einen Friedensvertrag abgeschlossen, der auch einige Bedingungen beinhaltete, die nicht zum Vorteil der Muslime gewesen sind, scheinbar, ja,
beziehungsweise die offenkundig eine gewisse Ungerechtigkeit mit beinhaltet haben. Beispielsweise, dass in einer bestimmten Zeit, wenn von den Muslimen jemand zum Polytheismus wieder konvertiert, er ruhig nach Mekka zurückgehen kann, ja? Aber falls jemand von den Mekkanern, von den Quraysh, Muslim wird, er nicht zum Propheten nach Medina auswandern darf, sondern, falls er dies tut, falls er fliehen mögen wolle, dass er sogar dann zurückgeschickt werden muss zu den Quraysh. Das war eine der Bedingungen von diesem Friedensvertrag. Und um des größeren Wohls dahinter hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam diesem Friedensvertrag auch zugestimmt. Und dann kam das, was quasi kommen musste. Abu Jandal, der in Mekka sehr viel erleiden musste, der geschlagen wurde, der gefoltert wurde, der zum Islam gefunden hat und dann nach Medina flüchtete und dort erwartete, oh, endlich bin ich sicher, endlich können meine Wunden ausheilen, endlich kann ich wieder gesund werden, endlich kann ich meinen Glauben frei leben. Subhanallah, welche Worte musste er vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam vernehmen? Wir brechen unsere Abmachungen nicht. Möge Allah ta'ala dir Erleichterung geben. Und er schickte ihn zurück. Warum? Wir brechen unsere Abmachungen nicht. Die Schlacht von Badr, eine entscheidende Schlacht. Ja, die Muslime, die wie gesagt in Medina Frieden und Sicherheit finden konnten vor den Mekkanern, das war ja keine aus freiwilligen Zügen geplante Auswanderung. Wären die Quraysh dem Islam gegenüber offen gewesen und hätten die Muslime nicht verfolgt, dann wäre niemals eine Auswanderung nach Medina nötig gewesen. Ja, aber wegen der Verfolgung, wegen der Folter, wegen der Beschlagnahmung von Vermögen, wegen dem, dass man neue Muslime auch folterte, um sie von ihrer Religion wieder abzubringen, mussten die Muslime nach Medina auswandern. Und da gaben die Quraysh immer noch nicht Ruhe, sondern nahmen diese knapp 450 Kilometer auf sich, ja, mit 1000 Mann und mit Kamelen und Reitern und also Pferden und gut für den Krieg gerüstet. Und wem begegneten sie in Badr? Ja, man sagt 313, das ist die überlieferte Zahl, muslimische Kämpfer, ja, die kaum diese Ausrüstung hatten. Das heißt, da zählte eigentlich jeder Mann. Jeder Mann zählt da. Aber Hudhayfa ibn Al-Yaman, er berichtet, was mich und meinen Vater davon abgehalten haben, obwohl wir Medina waren, an dieser Schlacht teilzunehmen, war, dass wir, als wir auf dem Weg nach Medina gewesen sind und uns die Quraysh gefangen genommen haben, haben sie uns gefragt, geht ihr zu Muhammad? Sallallahu alaihi wasallam. Und sie sagten, wir gehen nach Medina. Ja, sie wollten nicht deutlich werden. Sie wollten nicht lügen, aber sie wollten auch nicht deutlich werden. Sie sagen, wir gehen nach Medina. Okay, ihr dürft nach Medina gehen, aber ihr dürft nicht an der Seite von Muhammad kämpfen. Das war die Bedingung gewesen. Und sie berichteten dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam davon. Und wie gesagt, es geht um die Schlacht von Badr, die ansteht. Und er sagte, ja, ihr müsst eure Abmachung einhalten. Wir brechen diese Abmachungen nicht. Wir verlangen von Allah ta'ala Hilfe. Ja, das heißt, diese zwei Mann, die so nötig gewesen wären, ja, wenn das Verhältnis 1:3 ist, da braucht man jeden Mann, jede Unterstützung. Aber er sagte, ihr beide, ihr dürft an dieser Schlacht nicht teilnehmen. Warum? Ihr habt euer Wort gegeben. Subhanallah. Das ist vertrauenswürdig. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als er nach Medina ausgewandert ist, und er war ja bekannt als As-Sadiq al-Amin, der Wahrhaftige, der Vertrauenswürdige. Das war sein Ruf in Mekka gewesen, liebe Geschwister. Und als er dann den anderen Ausgewanderten sich anschließen wollte, hatte er noch eine Aufgabe gehabt. Weil viele Leute haben bei ihm Vermögen hinterlassen. Er war praktisch, ja, die Halalbank Mekkas. Oder gewisse besondere Gegenstände, Vermögen oder vielleicht war es ein Liebesbrief, wie auch immer. Ja, ihm wurden viele anvertraute Dinge mitgegeben von Nichtmuslimen. Das blieb auch in der Zeit so, als er dann von Allah Ta'ala zum Propheten ernannt wurde. Da haben die nicht gesagt, okay, jetzt er lehnt unseren politistischen Glauben, unsere Weltvorstellung ab, jetzt holen wir unsere Sachen wieder. Nein, 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 alles gut, er ist As-Sadiq al-Amin, unsere Sachen bleiben bei ihm. Und er ließ Ali in seinem Bett schlafen, damit seine Auswanderung nicht bemerkt wird. Als dann die Auswanderung von ihm bemerkt wurde,
hat Ali 3 ganze Tage gebraucht, um jedem, ja, das zurückzugeben, ja, was dem Propheten anvertraut wurde. Er war der Beauftragte. Allah Ta'ala möge mit ihm zufrieden sein. 3 ganze Tage. Ja? 3 ganze Tage. Was ist damit gemeint? A, weil es so viel war. Und B, da gab es gar keine Panik bei den Leuten. Überhaupt nicht. Ach, das wird schon zu uns geliefert werden. Ach, heute scheint die Sonne so heiß. Wir gehen morgen. Oh, morgen schon wieder so heiß. Wir gehen übermorgen. Weil sie wussten, sie bekommen ihre Dinge wieder zurück. Und das, obwohl die Quraysh Vermögen in Millionenhöhe beschlagnahmt haben. Ja, Abdurrahman ibn Auf, er war Millionär gewesen. Er war einer der reichsten Händler Mekkas gewesen. Und das ganze Vermögen musste er zurücklassen. Wie viele andere Geschäftsleute auch. Aber die Nichtmuslime kamen gar nicht auf die Idee: Moment, wir haben sie geschlagen, wir haben sie gefoltert, wir haben sie erniedrigt, wir haben die Verwandtschaftsbande zu ihnen abgebrochen und ihr Vermögen beschlagnahmt, bestimmt werden sie dann einfach nur als ausgleichende Gerechtigkeit das, was wir dem Propheten anvertraut haben, mitnehmen und dann unter denen verteilen, die von uns geschädigt worden sind. Auf diesen Gedanken sind die gar nicht gekommen. Warum? As-Sadiq al-Amin. Der Wahrhaftige, der Vertrauenswürdige. Werte, ja, die in jedem Muslim damals installiert waren. Ganz normal. Ja, das ist gewöhnlich, das ist Standard. Ja. Das braucht man nicht als App installieren, sondern das ist automatisch schon im Gerät mit dabei. Mohammed al-Shaybani, einer der größten hanafitischen Rechtsgelehrten, direkter Schüler auch von Imam Abu Hanifa und von Imam Malik übrigens, er hat in seinem Werk As-Siyar festgehalten, wenn eine Gruppe von Muslimen eine Stätte des Krieges betritt, das heißt, da gibt es einen erklärten Krieg, ja, zwischen einem Land und dem muslimischen Land, und dabei sagen, wir sind Boten, also wir sind Diplomaten, ja, und vielleicht auch ein gefälschtes Dokument dafür vorzeigen, um dadurch das Land durch Täuschung betreten zu können. So ist es ihnen verboten, jemanden von ihnen zu ermorden oder etwas von ihrem Besitz zu nehmen. Das heißt, obwohl es einen erklärten Krieg gibt zwischen diesen beiden Ländern, ja, aber wenn man sagt, man ist Abgesandter, selbst wenn man das nicht sein sollte, selbst wenn man das vortäuscht, darf man nicht an Kriegshandlungen teilnehmen oder auch nur Besitz, ja, von Leuten erbeuten. Wenn sie zeigen, dass sie in friedlicher Absicht gekommen sind, so sollen sie auch danach handeln. Ja, und er führt weiter aus, dass dies auch für Händler gelten sollte oder wenn man vortäuscht, als Händler da zu sein. Denn alles, was auf Frieden hindeutet, soll auch so gehandhabt werden. Alles, was auf Frieden hindeutet, soll auch so gehandhabt werden. Das heißt, subhanallah, liebe Geschwister, wir sehen an so vielen verschiedenen Situationen, wo sich wirklich zeigt, ob das ein Prinzip ist, was fest verankert ist, oder ob das nur so ein bisschen bla 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 ist. Sehen wir, dass diese Vertrauenswürdigkeit etwas ist, was eine Basiseigenschaft der Muslime ist. Und deswegen, liebe Geschwister, deswegen waren damals die Herzen wie im Flug gewonnen. Die Herzen wie im Flug gewonnen. Ja? Ich erwähnte letzte Freitagspredigt, wie sich der Islam in Südostasien verbreitete. Ihr werdet die Kapitel über Schlachten in den Geschichtsbüchern vergeblich suchen. Warum? Weil es, wie gesagt, die Händler waren, ja, die Botschaft des Islams in diese Gegend der Erde hineingetragen haben. Und die Herzen gewinnen konnten, weil das gab es in der Geschichte noch nicht, liebe Geschwister, von nicht auf der Landkarte innerhalb von 100 Jahren im Osten und im Westen der Erde verantwortungsvoll regierend. Ja? Warum? Weil die Herzen gewonnen wurden von den Menschen. Und Ibn Taymiyyah führt noch weiter aus, die Sunna ist, dass alles, was ein Nicht-Muslim als Sicherheitsabmachung versteht, für ihn auch Sicherheit ist, damit er sich nicht hintergangen fühlt, auch wenn man nicht beabsichtigte, ihn zu hintergehen. Lass uns Allah Ta'ala an dieser Stelle um Vergebung bitten. Er ist der Einzige, der uns zu vergeben vermag.
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Liebe Geschwister, das war die eine Seite. Vertrauenswürdig. Diese Person hat Prinzipien, diese Person hat Charakter, Menschlichkeit, Herz. Aber wir haben am Anfang etwas anderes eingeleitet und nun komme ich zu diesem zweiten Aspekt, auch wenn ich ihn etwas kürzen werde, aufgrund der vorangeschrittenen Zeit. Man muss auch was drauf haben, bis Leute zu einem sagen, wir wollen dich für unsere Firma. Wir wollen dich für unser Unternehmen. Wir wollen dich einstellen. Weil was sagte die Tochter des edlen Madians? Sie sagte, den Besten, den du einstellen kannst, o Vater, ist derjenige, der stark und vertrauenswürdig ist. Stark im Sinne von kompetent für die Aufgabe. Hier geht es nicht darum, dass jemand irgendwie viel auf der Bank drücken muss, ja? Sondern stark kompetent für die Aufgabe. Allah Ta'ala lässt beispielsweise Yusuf, alayhi salam, sagen im Koran, in der Surat Yusuf, in der 12. Sure, قَالَ جَعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ. Yusuf alayhi salam, er sagte gegenüber dem auch nicht-muslimischen König und den Ministern um ihn herum, setzt mich ein als Hüter über die Schätze des Landes. Er nennt mich zum Wirtschaftsminister. Und er sagte nicht Qawi, er sagte nicht, ich bin körperlich stark. Sicherlich war er das. Er sagte, ich bin bewahrend. Hafiz. Das ist die Hauptkompetenz eines Beauftragten für ein wirtschaftliches Unternehmen. Bewahrend mit den Ressourcen umgehen. Hafiz und Amin. Und vertrauenswürdig. Das heißt, ich werde das nicht in meine Tasche reinstecken oder in die Tasche meines Volkes oder irgendwie in irgendeiner Form ungerecht sein, sondern bewahrend und vertrauenswürdig. Und in dieser Aya, liebe Geschwister, sehen wir auch, wie die Gelehrten festgehalten haben, Ibn Kathir unter anderem, dass wenn du etwas kannst und es besteht einen Bedarf dafür, dass diese Aufgabe erfüllt wird, dann sollst du dich auch selbst vorschlagen. Ja, wenn es nicht bekannt ist, dass du was drauf hast, du hast was drauf und es ist nötig, dass die Aufgabe erfüllt wird, dann sag, ich kann das machen. Ja, ich habe da schon mal ein Praktikum gemacht in dem Bereich, ich habe dies und jenes studiert zum Thema, das habe ich in meinem Familienunternehmen gelernt, das ist für mich, vom Hobby her mache ich dies und jenes. Dann schlag dich vor. Wenn du weißt, dass du eine Leistung bringen werden kannst, wenn du weißt, dass du dies vielleicht mit mehr Hingabe machen wirst als andere. Das heißt, wenn danach gefragt wird, willst du Klassensprecher werden, willst du Schulsprecher werden, willst du, weiß ich nicht, Kapitän bei der Mannschaft werden, willst du Vertrauenslehrer werden, ja, willst du die, dann sollte man sagen, okay, wenn jemand anderes diese Verantwortung nicht übernehmen kann, mit dem ich selbst zufrieden bin, dem ich selbst vertraue, von dem ich selbst weiß, dass er diese Kompetenzen hat, dann gib dir selber den Ruck und sag, okay, ich werde dieser Aufgabe gerecht werden und schlag dich auch selbst vor. Und dazu zählt auch noch eine weitere Eigenschaft, liebe Geschwister, die manchmal bei uns verloren gehen kann und ich verstehe das menschlich. Wenn man mehrfach Diskriminierungen ausgesetzt ist, ich kenne beispielsweise Frauen, sind vermehrt diskriminiert, die schwarz sind, vermehrt diskriminiert, die vielleicht mit dem Thema Behinderung in ihrer Familie auch umgehen müssen. Menschen mit Behinderungen werden auch Diskriminierungen ausgesetzt, die Musliminnen sind. Ja? Das heißt, gleich mehrfach muss man mit diesem Thema Diskriminierung umgehen im eigenen Leben. Und da kann ich verstehen, dass man manchmal so einen Groll entwickelt. Guck, die gehen uns immer auf die Nerven. Dass man auch verallgemeinert, dass alle irgendwie dann gegen einen was haben. Das ist menschlich nachvollziehbar und das passiert auch, wie gesagt, anderen Gruppen von Menschen, die unter Diskriminierungen leiden, dass manchmal eine Verallgemeinerung geäußert wird oder empfunden wird, ist alles nachvollziehbar. Und uns geht, das ist dieser Punkt, uns geht verloren, dem anderen das Gute zu wünschen. Wir haben diese Eigenschaft dann nicht mehr im Herzen. Wir sagen, fahr doch zur Hölle. Ja? Ist verständlich, ist nachvollziehbar.
Aber im Koran wird etwas anderes verlangt, liebe Geschwister. Die Propheten sind all unsere Vorbilder. Und der Prophet Mohammed sallallahu alaihi wasallam ist im Koran auch angewiesen worden, diesem Gesamtweg der Propheten zu folgen. Ja, in der sechsten Sure gibt es einen, Al-An'am, das Vieh, gibt es einen Vers dazu, den habe ich leider auf Arabisch nicht ganz auswendig. Ja? Und ihrem Beispiel, dem mögest du folgen. Ja? Fabihudahum famuqtadi, sinngemäß. Ja? Und was sagte einer der Propheten, festgehalten im Koran? Uballirukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin. Ich übermittle euch die Botschaft meines Herrn und ich bin für euch ein vertrauenswürdiger Ratgeber. An-Nasih. Was bedeutet dies in der arabischen Sprache? Der Großgelehrte Ad-Daqiq Al-Aid, er sagte, es gibt kein vergleichbares Wort in der arabischen Sprache für Nasiha oder für Nusah. Und das, obwohl in der arabischen Sprache viele Synonyme existieren. Er sagt, das ist ein Wort, ist ein Unikat, gibt es nur einmal. Und der Prophet, ja, Ad-Dinu an-Nasiha. Die Religion ist das, ist der gut gewollt, der gut meinende Ratschlag. Du musst von ganz innen, von deinem Herzen das Gute für den anderen wünschen. Das ist ein Teil dessen, von unserem zwischenmenschlichen Zusammenleben. Du musst immer das Gute für den anderen wünschen. Wer das Wort nachschlägt, Nasiha, wird feststellen, Es findet Verwendungen mit dem Wort Ehrlichkeit, dass das Ehrliche wiedergegeben wird. Die Aufrichtigkeit, das gute Wollen für jemanden. Der Ratschlag, der mit einer gewissen Liebe verbunden ist. Und das muss in unserem Herzen sein. Nicht nur vertrauenswürdig, aber kalt, wie eine Maschine, wie ein Roboter, sondern unser Herz muss, ja, für diese Person pochen. Mit der wir auch vielleicht Konflikte haben, aber wir müssen für diese Person immer stets das Gute wollen. Das war in der siebten Sure Al-A'raf, die Höhen erwähnt, der 68. Vers. Und auch die Reinheit wird mit diesem Wort wiedergegeben. Beispielsweise der Honig, ja, der rein ist, der wird auch mit diesem Wort bezeichnet. An der Stelle darf ich übrigens, verzeiht, genau, als kleine Zusammenfassung nochmal, A, die Vertrauenswürdigkeit, B, die Kompetenz in einer Angelegenheit. Das heißt, wir müssen uns Kompetenzen aneignen und wir leben in einem Land, was sehr weit fortgeschritten ist in Sachen Bildung und die Möglichkeiten, Fähigkeiten, ja, sich anzueignen. Vertrauenswürdig sein, kompetent sein, Gutes wollen, ja. Vertrauenswürdig sein, kompetent sein und Gutes für unsere Mitmenschen wollen. Lass uns dies mit nach Hause nehmen. Ja Allah, ja Mujib, ja Rahman, ja Rahim, ja Malik, ja Qudus. Wir bitten dich mit all deinen Namen, die du hast, die wundervoll sind. Bitte segne den Propheten Mohammed und alle weiteren Propheten, Jesus und Moses und Abraham und Noah, alaihim assalam, und alle weiteren Gesandten. Und schenke uns die Liebe zu diesen Vorbildern und nimm aus unserem Herzen all die schlechten Vorbilder heraus, die sich in uns hineingeschlichen haben. O Allah, bitte vergib uns unsere Sünden, lasse uns unser Gebet lieben, helfe uns, dass wir uns an unsere Abmachungen stets erinnern und diese umsetzen, O Allah, diese erfüllen. Und leite uns von Tag zu Tag mehr in die Mitte deines geraden Weges, O Allah, und helfe uns, weniger zu sündigen und schneller zu bereuen. Und lasse unser Leben ein tatenreiches, gutes Leben sein, O Allah, mit dem du zufrieden bist und mit dem wir dein Wohlgefallen erlangen dürfen aufgrund deiner Barmherzigkeit. Und O Allah, für alle Menschen, die unter Verfolgung und Folter und Krieg und Vertreibung leiden, bitte schenke ihnen Selbstbestimmung und Heimat. Schenke ihnen Heimat, O Allah, auf dass wir dir allein dienen dürfen. Und heile die Kranken, O Allah, und verheiratete die Unverheirateten unter uns und schenke den sich Kinder wünschenden, aufrichtige, rechtschaffene Kinder, O Allah. Und recht leite uns im Diesseits und vergib uns im Jenseits. Allahumma salli wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.